Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Flo und wir geben uns heute die JPB 2015 Battle-Runden von Weimar gegen Rolex. Ich sage immer Rolex, ja? Rolex, aber gegen Rolex, ja, Freunde. Handy kurz auf Stumm, auf Ehre noch, zack. Ihr seht, das Setup ist noch ein bisschen anders, ein bisschen ungewohnt, weil ich habe meinen PC komplett neu aufgesetzt. Das Problem mit dem Internet wurde übrigens nicht gesolved, ja. Der ist um einiges schneller, mein PC. Der ist flott wie eine Flunder jetzt. Aber das Internetproblem wurde noch nicht gesolved. Ist jetzt zu schwer, das zu erklären. Aber basically, auf meinem PC brauche ich für ein 20-Minuten-Video 1,5 Stunden zum Hochladen. Bei meinem Bruder, eins mal weiter auf dem PC, nur Viertelstunde, 20 Minuten zum Hochladen, ja, für dasselbe Video. Bedeutet irgendwas, ist mein PC schlecht oder die WLAN-Connection ist auf einmal bad. Ich habe es aber auch mit LAN mal angeschlossen, hat nicht wirklich geholfen. Ich schaue mal, Freunde, ja. Ich habe sonst auch noch einen Spezialisten unter euch, der mir helfen wollte. Und dann schaue ich mal, ob ich das irgendwie noch hingebogen bekomme, ja. Jetzt aber erst einmal die Battle-Runde Rolex gegen Weimar, Freunde, in alter Manier. Schauen wir hier rein. Ich glaube, ich habe auch nicht mal ein Facecam hinzugefügt, nee, weil ich halt alles neu runterladen musste. Deswegen ganz krüppelige Manier jetzt hier, Freunde. Aber wir fangen mit der Runde von Rolex an, ja. Ich freue mich wirklich sehr auf das Battle. Rolex und Weimar, zwei coole Leute, finde ich. Beide einen sehr prägnanten Style. Ich hoffe, Rolex hat einen guten Videotypen gefunden. Wir sehen schon, er hat hier Universe TV und Zero Something, also zwei Leute, die jetzt das Video hier für ihn gemacht haben. Weil das Video bei Rolex war ja echt, wenn wir uns daran erinnern, Freunde, nicht das allerbeste, ja. Haben wir hier das Battle von, beziehungsweise die Runde von Weimar. Da ist das Video von Janakan, habe ich schon gesehen. Prot bei McKaysey und OC. McKaysey sagt mir auf jeden Fall was, OC nichts. Und Atem sagt mir in dem Fall auch nichts, ja. Atemlos kenne ich nur, Freunde, ja. Gut, hier ist die Analyse, wir werden sehen, wer weiterkommt. 14 Minuten Analyse, wird, glaube ich, ein echt cooles Battle. Hier eine 4-Minuten-Runde, da eine 5-Minuten-Runde. Ich habe Bock, Freunde, ich bin gehypt. HD kloppen wir noch hier rein. Komm, kloppen wir auch noch hier HD rein. Auf Ehre, Alter. Zack, 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 zack. Und dann starten wir jetzt hier mit der Runde vom lieben Rolex, Freunde. Okay, aufgepasst, spitz mal deine Ohren, Junge. Okay, also das Video ist schon ein bisschen besser, aber ich glaube immer noch so das unterste Minimum, was Julian sich ansehen kann, was Julian sich ansieht, was Julian genehmigt vielleicht bis jetzt, weil wir schauen erstmal rein, Leute, wir schauen erstmal rein. Aufgepasst, spitz mal deine Ohren, Junge. Das erste Battle gegen mich, du hast verloren, Junge. Als Julian meinte, dass mein erster Gegner Weimar ist, hab ich gegoogelt, doch wie alle fand ich leider nix. Süßer Kleine, denkt bestimmt, er sieht bedrohlich aus. Macht hier einen Max, doch sieht sicher wie ein Moritz aus. Packt sich das Mic, fängt an... Okay, das fand ich irgendwie lustig. Macht sich ein Max, doch sieht eher wie ein Moritz aus. Ey, den fand ich irgendwie lustig, aber auch wenn es kein Diss ist. Ich überlege gerade, ob das wirklich ein Diss ist, von wegen, dass man nichts über ihn findet. Hat Weimar nicht selbst gesagt, dass er ein Newcomer ist und gerade frisch im Game ist? In seiner Qualifikation bin ich mir nicht sicher. Andererseits frage ich mich auch, wie viel man wirklich finden würde, wenn man Rolex googeln würde. Ich weiß nicht, ob es viel mehr wäre, ja. Ey, aber die Max und Moritz-Line war irgendwie lustig, halt, weil es verstürmt rübergebracht worden ist. Er sieht bedrohlich aus, macht hier einen Max, doch sieht sicher wie ein Moritz aus. Packt sich das Mic, fängt an Worte rein zu quatschen, undercover, um sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Aber alle dissen, für die Likes ist nicht geil und wie ein Realschulabschluss, Mittelreife, Leistung. Ein dummes Ding und ich bring dich hier gleich um. Mann, dein Traum wird wahr, du bist morgen in der Zeitung. Bevor du Witze über Gary und die anderen bringst, sorg bitte dafür, dass dein Rap nie mehr nach Savage klingt. Komm, sacken und dann stirb an. Da habe ich bei Weimar, habe ich ja mal gar keinen Savage rausgehört. Also bei Chosen, okay, Bruder, sehr doll, aber bei Weimar, Savage? Habe ich irgendwie gar nicht so rausgehört. Dafür, dass dein Rap nie mehr nach Savage klingt. Komm, sacken und dann stirb an meiner Latte. Das hier geht in die Fresse, wieder schön von deiner Kappe. Jetzt schiebst du große Krisen. Als ich deine Quali sah, hab ich mich gefragt, was mag da auf dem Boden liegen? Willst du deine Angriffsfläche verstecken, du Faggot? Oder machst du das, um mir Interesse zu wecken? Was soll der Shit, hä? Hast du... Also die Audioqualität ist auf jeden Fall besser. Und das Video auch ein Stück besser. Immer noch kein krass gutes Video. Ich weiß nicht, warum hier diese verschwommenen Balken genommen wurden. Die normalen, starken, straffen, schwarzen, langen Balken hätten es auch getan an dieser Stelle. Es ist bis jetzt immer nur so oberflächlich irgendwie. Er versucht natürlich seinen eigenen Humor, den ich sehr, sehr gerne mag, mit einzubringen. Irgendwie und eher so lustigere Lines, lustigere Vergleiche zu bringen. Aber nicht so wie bei Perplex, wo die Vergleiche auch punchen. Aber auch kein normaler Punch irgendwie. Also
Er kratzt nur an der Oberfläche, Freunde. Er ist Eiskratzen gerade, ja? Also Weimar ist das Auto und er ist Eiskratzen. Mehr macht er gerade noch nicht. Also ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Beat und Atmosphäre passt aber sehr gut zu Rolex und mag ich gerne. Wenn jetzt irgendwie noch ein paar gute Punches kommen, wirklich gegen Weimar und die Weimarer Republik, da kann man zum Beispiel was machen. Weimar, Weimarer Republik, irgendwie sowas wünsche ich mir, Alter. Oder Weimar und Weinmar. Irgendwie sowas. Augenringe wie Dr. Dave, zeig uns dein Gesicht, du bist jetzt im JBB, herzlich willkommen. Aufgrund deiner Mama hast du das Wort Hurensohn noch nie wörtlich genommen. Ich fick jeden, tu's nur aus Instinkt, hoffe nebenbei, dass du so einen Uhrenspruch nicht bringst, denn die Scheiße interessiert sie nicht. Oder willst du uns mit deinem Namen verklickern, dass du Pfeife ne Maschine bist? Was passiert denn, wenn du... Weimar? Gibt's anscheinend irgendwelche Technikproduzenten, die sowas herstellen, keine Ahnung. Er sagt schon, okay, du brauchst nicht mit diesen Uhrensprüchen kommen, sowas will hier keiner sehen. Er wird safe ein, zwei Uhren Wortspiele machen, aber ich glaube, Weimar wird sich nicht krass lange mit diesen Namen Rolex aufhalten lassen, ja. Ich fand eben das ganz cool, willkommen im JBB, zeig dein Gesicht, bla bla bla. Oder auch, morgen ist dein Wunsch erfüllt, du bist in der Zeitung, von wegen, weil er ihn umgebracht hat. Also ein, zwei gute Sachen sind schon dabei, aber... noch nichts, wo ich sage, boah, das war eine krasse Line jetzt gegen Weimar, ja, also klar, gegen Weimar ist auch schwer was rauszufinden, weil es eben ein schwerer Gegner ist, hat er selbst gesagt, da weiß man einfach wenig drüber, aber trotzdem hat mir bis jetzt so dieser krasse Schlag gefehlt ins Gesicht, ja. Klick an, dass du Pfeife ne Maschine bist, was passiert denn, wenn du ordentlich auf dem Putz haust? Na, allerhöchstens kommt dann morgen mal die Putzfrau. Jetzt gib für dich Ampelmann die rote Ampel an, setz dich hin, mein Freund, ich hab gerade erst angefangen. Beat Change? Oh, okay, so ein echter Beat Change. Digga, so ein bisschen Nevis auf Steroide, oder? Jetzt Real Talk, Nevis auf Steroide oder in einem Paralleluniversum Nevis im Knast, Alter? Also jetzt nur vom Aussehen her, ich möchte jetzt nicht die Rap-Skills miteinander vergleichen hier, ja? Fotzensohn, Alter. Ey, Mutterficker, du weißt noch nicht, wen du vor dir hast. Ich sag mal so, kein Image eher zum O, mehr Seiten als ein Katalog. Mann, du bist fassungslos, abgehoben, hängen geblieben. Alle dissen für die Klicks, Dicker. Bitte komm mit. Ich finde gerade, die Audioqualität ist um einiges schlechter geworden, irgendwie. Die hört sich so ein bisschen gedämpft an. Das Video ist besser geworden, aber die Audioqualität schlechter im gleichen Zuge. Bitte komm mir nicht mit ach so toller Technik, weil die wack ist. Erst durchgefickt, dann weggeschickt wie eine Ex-Bitch. Und überlegen bist du nicht. Du brauchst dir deine Zähne gar nicht selbst entfernen, Mann. Das übernehme ich für dich. Kein Problem, du warst 3 Minuten Fame gegen mich im JBB. Doch du Fotze solltest gehen. Worüber sollten wir noch reden? Mann, was willst du hier erzählen? Was willst du aus meinem Leben nehmen? Ich werd dir dein Leben nehmen. Na, fand ich wack, Mann. Was willst du aus meinem Leben nehmen? Ich werde dir dein Leben nehmen. Den fand ich zu wack, der war zu schnell geschrieben, habe ich das Gefühl. Mir fehlt der krasse Punch. Wir haben ein, zwei gute Lines gehabt, auf jeden Fall, Mann. Und er float gerade gut, ja. Er hat sich in einigen Punkten gebessert, würde ich sagen. Aber die Quali hat eine bessere Atmosphäre fast, würde ich sagen. Die Quali hat mir ein bisschen besser gefallen, als das, was er jetzt hier kickt. Es ist nicht über wack, aber... es trifft nicht wirklich, glaube ich. Also vom Gefühl her, die Runde fühlt sich nicht so stark an. Schade drum. Du bist behindert wie Pistorius. Und dazu kommt, dass du bei Beef anscheinend nur auf den Boden guckst. Jetzt sieh mir in die Augen, denn der... Pistorius, Boden guckst. Boah, da hätte man mehr draus machen können. Vom Gefühl her. Wirkt leider nicht so stark im Gesamten. Ich bin halt gespannt auf die Runde von Weimar. Vielleicht hat Weimar reingekackt. Kann auch gut sein. Vielleicht hat Weimar dick reingekackt. Oder... hat sich auch nicht so wohl gefühlt mit dem Gegner Rolex. Ich meine, vom Gefühl her lag es, glaube ich, daran, dass Weimar echt ein schwerer Gegner ist. Du findest nichts über ihn und hast damals nichts über ihn gefunden anscheinend. Und da kannst du eben nur auf die Quali und das Aussehen irgendwie ein bisschen Bezug nehmen, aber mehr hast du eben nicht. Nur auf den Boden guckst, der zieh mir in die Augen, denn der bauscht hier vor dir. Und was soll das mit dem Finger? Willst du nach Hause telefonieren? Die Line war gut. Hatten wir in diesem JBB auch irgendwie, willst du nach Hause telefonieren, irgendwas? Blablabla, bla, bla, keine Ahnung, aber die Line fand ich schön. Ruf deine Gang, doch ich erkenne keine Bruderliebe. Jeder hat einen Schlitz wie die Limette bei einem Cuba Libre. Hat mich hart enttäuscht, glaub mir mal, ich jage euch durch eure Straßen, auch wenn ich nicht fahren darf. Marco Reus. Du rappst wahrscheinlich wegen der Selbsttherapie. Wahrscheinlich wurdest du noch nie von deinen Eltern geliebt. Und da deine Mutter dich noch nicht als Loser akzeptiert hat, zieht die Schlampe öfter als ein Supermarktkassierer. Ich bin nicht wie du, mein Freund, und das muss auch so bleiben, meine Mutter. Das erinnert mich an eine Line von Kolle, glaube ich.
der die wahre Nummer 1 kennt, wie Supermarktkassierer. Ist ein Pimmel, deine Mucke ist ne Scheide und du schwuchelst zur Seite, mach mal lieber nen Schuh. Selbst meine Autotune-Hooks sind maskuliner als du. Ich gebe dir nonstop, so vollgepumpt mit Drogen wie dein... Okay, das war nicht wieder gut. Selbst meine Autotune-Hooks sind maskuliner als du. So eine ähnliche Line hatten wir auch vor kurzem erst in irgendeinem JBB vom Gefühl her, oder? Denn ich kann sogar so eine schwule Hook machen, die klingt trotzdem besser als deine. Oh, bei irgendeinem Battle hatten wir das, wo jemand so eine richtig hingewurschtelte, schwule Hook gemacht hat. Klingt sogar besser als deine. Und es erinnert mich an den Reportagen-District gegen Muscle Scorpion. Glaube ich, das war das, warum ich das erinnert hatte. Aber dieses Hurensohn, das hatte was, Alter. Ich bin nicht wie du, mein Freund, und das muss auch so bleiben. Meine Mucke ist ein Pimmel, deine Mucke ist eine Scheide. Und du schwuchelst zur Seite, mach mal lieber nen Schuh. Selbst meine Autotune-Hooks sind maskuliner als du. Du Hurensohn! Ich gebe dir nonstop, so vollgepumpt mit Drogen wie dein Bonkauf. Paar Schläge und du fliegst direkt nach Hongkong. Warum das so einfach ist, erklär ich dir. Du bist ein Lappen auf zwei Beinen, fast genau wie SpongeBob. Behaupte, was du willst, Mann, ich bin trotzdem der Bessere. Ich lass dich gewinnen, wenn du es packst. My one take to rappen, du kannst. Wo war der Reim auf SpongeBob? Nonstop, so voll gepumpt. Ah, nonstop, SpongeBob, okay. Aber der kam viel zu spät, oder? Drogen wie dein Bonkauf, paar Schläge und du fliegst direkt nach Hongkong. Warum das so einfach ist, erklär ich dir. Du bist ein Lappen auf zwei Beinen, fast genau wie SpongeBob. Der war viel zu spät gesetzt, der Reim. Dafür war das auf Hongkong und Bonkopf, denn zu unsauber auf SpongeBob. Hätte er besser betonen müssen oder erkläre ich dir kurz, also diese Zwischenzeile rausnehmen müssen. Ich weiß nicht, ob es noch ein sauberes Reimschemata war, aber hat sich nicht so sauber angehört, zumindest nicht so clean. Boah, weil da so wirkt der Reim von, auf SpongeBob halt extrem deplatziert, weil man denkt, okay, wo ist jetzt der Reim auf SpongeBob gewesen? Wirkt viel zu deplatziert, weil dazwischen einfach zu viel Abstand war. Schade drum, Mann. Also, ey, ich will die Runde jetzt nicht schlechter reden, als sie ist. Sie hat einige gute Punkte, er hat sich videotechnisch und audiotechnisch gesteigert, wobei der zweite Part audiotechnisch nochmal schlechter ist als der erste Part. Ich weiß nicht warum, aber hört sich zumindest irgendwie nicht so ganz richtig an. Und Weimar ist ein sehr schwerer Gegner, finde ich. Ist ein sehr schwerer Gegner, schwer was dagegen zu finden. Deswegen kann ich ihm das gar nicht so krass übel nehmen. Trotzdem sind jetzt nicht die heftigsten Punchlines, wo ich sage, er wurde gefickt. Wir hatten ein paar schöne Lines auf jeden Fall. Aber Weimar hat in der Quali gut rasiert. Wenn er das so runterrattert gegen Rolex, wird's eng. Was du willst. Weil, sorry fürs Pausieren nochmal, aber Videopunkt geht safe an Weimar, denke ich. Der hat in der Quali ein sehr geiles Video gehabt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass User Voting auch an Weimar geht. Können wir gleich nochmal nachschauen. Das sind schon mal zwei Punkte, die Weimar, denke ich mal, mehr oder weniger safe hat. Weil Weimar hat, glaube ich, ein bisschen polarisiert. Und das sind dann zwei Punkte für Weimar schon mal. Und am Punchline muss man sehen, aber es sind schon mal eben zwei wichtige Punkte, die Rolex gebraucht hätte. Mann, ich bin trotzdem der Bessere. Ich lass dich gewinnen, wenn du es packst. My one take to rappen. Du kannst große Töne spucken. Von mir aus auch den Adolf spielen. Dass sie dich feiern, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Alter, check, wie ich die Pussy vernichte, da sein Talent gar nicht vorhanden ist. Wie Sushi-Gerichte. Ich veranstalte ein Massaker. Ab jetzt ist... Die lernt Jackie schon wieder nicht, da sein Talent gar nicht vor... Handen ist wie Sushi-Gerichte. Vorhanden. Vorhanden? Vorhanden? Bro, das check ich echt nicht. Er will, glaube ich, irgendwie darauf anspielen, dass man das mit Stäbchen isst, oder nicht? Alter, check, wie ich die Pussy vernichte, da sein Talent gar nicht vorhanden ist, wie Sushi-Gerichte. Ich veranstalte ein Massaker. Ab jetzt ist das Thema Weimar wieder Inhalt meines Schuhschranks. Abgehakt. Fotze. Okay, die Nike-Line war in Ordnung am Ende. Aber die Sushi-Line habe ich nicht verstanden. Vorhanden. 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 Ich glaube, er möchte vorhanden, möchte er sagen, dass man Sushi... mit den Händen ist, vorhanden. Ich hoffe, Julia wird nochmal Bezug auf diese eine nehmen, auf diese eine Zeile. Wenn nicht, werde ich sie mir bei Genius nochmal rannehmen. Ansonsten, durchwachsene Runde. Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet, bin ich ehrlich, weil ich seinen Humor sehr stark fand in der Qualifikation, den ich hier ein bisschen vermisst habe. Und ich dachte, dass er sich nochmal ein wirklich besseres Video organisieren kann tatsächlich. Wobei man sagen muss, dass der Videopunkt gegen Weimar recht schwer ist, denke ich. Weil das schon sehr professionell aussah in der Qualifikation, ja. Keine Ahnung. Wird schwer. Wird sehr, sehr schwer gegen Weimar hier irgendwie Punkte zu holen, denke ich. Mal sehen, Freunde. Mal sehen, wie die Runde von Weimar ist. Danach können wir ein Fazit ziehen und dann uns die Analyse von Julian geben, ja. Let's go, Alter. Auf Weimar freue ich mich echt, weil die Qualifikation gut ankam und bei mir auch richtig gepunktet hat.
Boah. Ich mach ne Qualifikation und schon gibt's Spekulation. Wer ich bin, woher ich komm, Alter, kennt man den schon? Und jeder löchert mich mit Fragen wie so ein scheiß Orakel. Doch ich muss gerade etwas Zeit totschlagen. Also bringt mir diesen Rolex und ich fick ihn sowieso. Boah. Nicht nur provisorisch, nein, ich schlag auf ihn ein bis zum Verlust seiner Grobmotorik. Ohne Logik, ich verursach lang Zeitschäden. Du gehst nackt an Händen und Füßen gekettet durch diesen Bandsteinregen. Boah, ich muss echt sagen, halt schon von der Atmosphäre und von der Soundqualität, von der Optik her, ist es irgendwie schon ein bisschen besser, Mann. Der Flow ist angenehmer, man kann sich das viel besser geben. Der Hörgenuss ist hier größer irgendwie. Boah, der Hörgenuss ist hier aber richtig groß, Alter. Also, boah, der Einstieg allein schon. Der sieht auch, habe ich gerade dran gedacht, ein bisschen aus wie Pac Pacino. Wegen dem Hut, wenn es ein Hut wäre. Ja. Und der Bart erinnert mich auch an irgendjemanden. Wieso? Nicht nur provisorisch, nein, ich schlag auf hinein bis zum Verlust seiner Grobmotorik. Ohne Logik, ich verursach Langzeitschäden. Du gehst nackt an Händen und Füßen gekettet durch diesen Bandsteinregen. Ist das dein Ernst, Julian? Ich muss battlen um mein Gegner, er sei's der wackesten Opfer auf dieser Erdkugel. Naja, schweren Mutes hab ich recherchiert, doch mein Herz blutet, wenn ich sehe, dass sowas existiert. Inmitten Zweckereien verscheint Substanz und gebeitet. Allein steht ein charakterloser, untalentierter und uncharismatischer Bastardsohn. Der Anschein, ich weiß, wie man schreibt, denn keiner seiner Tricks entsteht wirklich in Eigenarbeit. Fuck, du beitest halbe Hooks und ganze Textpassagen übernimmst Punches 1:1 und machst dir Chefansagen. Mann, ich reiße nicht mal Widerstand, egal was er zu bieten hat. Du triffst mich nicht mit Lines, die du noch nicht mal selbst geschrieben hast. Und technisch ist das weit schlecht. Boah, er rattert hier runter. Also die Line von Rolex trifft schon ein bisschen von wegen, dass du ungecuttet rappen kannst oder live oder halt, dass er nicht nach jeder Zeile schneiden muss. Die Line trifft schon ein bisschen, weil man merkt, dass es gecuttet ist. Das geht nicht anders bei diesem Flow. Er hat einen Started from the Bottom Hoodie an. Ich weiß nicht, ob es eine Connection gab oder ob er sich eine gewünscht hat. Vielleicht hat er gehofft, dass er entdeckt wird. Kann ja gut sein. Wer weiß, ich hätte es ihm gegönnt. Weil von diesem Namen Weimar hört man halt nichts mehr. Ich habe Weimar noch nie irgendwo wahrgenommen. Also, keine Ahnung, nicht irgendwie mit BBM oder allgemein. Nirgendwo habe ich diesen Namen gehört vor diesem JBB jetzt hier. Ich hoffe, dass der Boy vielleicht unter einem anderen Namen Karriere machen konnte. Würde ich mir wünschen für ihn, weil das, was ich bis jetzt gehört habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch der Einstieg hier eben, der Flow runtergerattert. Und er macht natürlich jetzt so ein bisschen, das ist Kapitel 1 und er erzählt ein bisschen, oh, kein Bock auf den Hurensohn, kein Bock recherchieren, bla bla bla. Ich hoffe, dass aber gleich wirklich ein paar gute Punchlines kommen gegen Rolex, Alter. Ich kann es mir gut vorstellen, weil das Grundfundament ist da. Grüße ihn raus auch an Team Galileo und von der Fanroy an dieser Stelle. Sagen übernimmst Punches 1:1 und machst dir Chefansagen. Mann, ich reiße nicht mal Widerstand, egal was er zu bieten hat. Du triffst mich nicht mit Lines, die du noch nicht mal selbst geschrieben hast. Und technisch ist das weit schlechter als Zweitklässlerniveau. Scheint so, als leidet der wohl an einem Scheiß-Rapper-Syndrom. Digga, bleib so, wie du bist bei deinen Homo-Hooks mit Autotune. Die sind genauso schwul wie du, doch plötzlich will der Lausebuch dich messen. Okay, na gut, du hast es dir so ausgesucht und stirbst jetzt einen qualvollen Einäscherungstod. Aber klug ist er scheinbar, denn er weiß die Unfähigkeit hinter Ironie und Arroganz wirklich gut zu verschleiern. Du gehst mir auf den Zeiger, ich geb's dir stundenlang im Sekundentakt. Wär's ein Wunder, dass er nur drauf rummackt, dass ich unerkannt war. Aber jeder deiner Lines wird komplett überhört. Ich muss nur meine Cap abziehen, um dein Konzept zu zerstören. Ist zwar nur ein Instinkt, doch du wirst maximal erreichen, dass wegen dir für Luxusuhren der Kurs weiter sinkt. Nur leider bin ich dazu gezwungen zu fragen, wenn du durchdrehst, ist das dann im Uhrzeigersinn? Du bist ganz dezent. Okay. Die Uhrzeigersinnline fand ich gut, zwischenzeitlich war es mir aber ein bisschen zu viel Gelaber. Es ist ein bisschen zu viel Gelaber bis jetzt, ja. Pabarababa, labarababa, pabalababa, irgendwie. Ein bisschen zu viel Gelaber, jetzt Real Talk. Er redet ein bisschen zu viel drumherum. Er erzählt irgendeine Geschichte wieder, die aber zu wenig mit Rolex und den Punchlines, die wir suchen müssen, gegen Rolex zu tun haben. Also jetzt in anderen, sagen wir in 2 Minuten, waren es echt nicht so viele Punchlines gegen Rolex dabei. Er hat einen Unvergleich gebracht. Der mehr oder weniger Punch, weil Rolex meinte, spart ihr das. Trotzdem war der in Ordnung, sag ich mal. War jetzt auch kein Totschlag-Diss irgendwie, ja, mit der Rolex. Ansonsten hatten wir doch gesagt, hat er gesagt, er braucht nur seine Cap abziehen. Seine Runde ist, das Konzept seiner Runde ist hinfällig. Ein Teil zumindest, auf jeden Fall kann man sagen. Weil man meinte auch, dein einziges Argument wird sein, dass man nichts über mich gefunden hat. Damit hat eben die Runde angefangen von Rolex. Also auch hier minimal gekontert irgendwie. Aber noch keinen richtig guten, auch hier keinen richtig harten Punch gegen Rolex, ja. Natürlich technisch ein bisschen gesagt, dein Autotune ist kacke, deine Technik ist kacke, Zweitklässlerniveau, scheiß Rapper-Syndrom, die Line mit scheiß Rapper-Syndrom fand ich wieder fresh, muss ich sagen. Aber auch noch hier keine Zerstörung, ja, auf der Seite von Weimar. Also er hat Rolex auch nur noch ein bisschen gekitzelt, aber schon ein bisschen mehr, als Rolex ihn gekitzelt hat, würde ich behaupten bis jetzt, ja. Des Todes. Und wenn du mal in einer ausweglosen Situation bist, bist du dann eine geklemmte Rolex. Bitte, verreck einfach an Lungentumoren.
Also die geklemmte Rolex fand ich echt wack, Alter. Die fand ich echt wack, Bro. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Uhr nicht so aus, aber sagt man denn, dass die geklemmt ist, die Uhr? Keine Ahnung, aber hat sich ein bisschen zu gewollt angefühlt. Situation bist du dann eine geklemmte Rolex? Bitte verreck einfach an Lungentumor und dein Knochenriss findet mehr Gefallen, als dass du deine Runde recordest. Ich hab nen Grundriss entworfen für diese Lyrik. Also Lungentumoren, Grundriss entworfen, ist jetzt sehr gezweckt gewesen, weil hier nirgendwo die Rede von Lungentumoren war. Einfach an Lungentumor und dein Knochenriss. Aber hier, dass er einen Knochenriss hat, eine Tüte Mitleid bitte, ist schon, das ist schon traurig, Digga, dass das mehr gefällt mir hat, als dass er seine Runde recordet. Findet mehr Gefallen, als dass du deine Runde recordest. Ich hab nen Grundriss entworfen für diese lyrischen Baupläne. Und Rolex wird zum Opfer der natürlichen Auslese. Ich lasse sogar außen vor, was du für ein Hurensohn bist. Du bist zwar kein Rapper, aber dafür bist du urkomisch. Ich bin Rap-Misanthrop. Okay, die ist gut. Die gefällt mir gut. Du bist zwar kein Rapper, dafür bist du urkomisch. Die Qualifikation von Rolex war ein bisschen auf Comedy, ein bisschen auf Spaß angelegt. Die Urkomisch-Line puncht, finde ich, beziehungsweise funktioniert einfach sehr gut. Aber ich muss immer noch sagen, Weimer könnte viel mehr aus sich machen. Er muss Punchline, 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 Punchline bringen. So wie Punch-Arroganz zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, wie ein Kasa in seiner Quali mit mehr Energie, nicht so viel Gelaber. Oder wie ein SpongeBoss. Er muss einfach Punchline, Punchline, Punchline bringen. Das ist viel zu viel Gelaber. Er erzählt irgendwie irgendeine Geschichte hier. Die ist zu lang. 5 Minuten zu lang. Punchline-Dichte ist im Minimum gerade. Es sind zwar gute Lines gegen Rolex dabei, aber zwischenzeitlich viel zu viel Gelaber irgendwie. Das keinen interessiert, leider. Das ist so der große Nachteil bei Weimar gerade. Zu viel Gelaber. Heckenschütze und Delfinjäger, du bist ein Scherzkeks, ich bin Battle-Intensivtäter. Doch ich will mich gar nicht mit dem Bastard vergleichen, denn Digga, nicht mal deine eigene Stadt kann dich leiden. Ich komm nach Greifswald, Makarenko-Straße, wo du in deinem Block lebst. Schweif dich durch die Stadt und ersäufe dich in der Ostsee. Das letzte, was man von dir sieht, sind Blubberblasen, Ficker. Fuck, ich bin fresher als gottverdammter Tupperwareninhalt und ein drohendes Gewitter für diesen chronisch. Digga, dass wir den Tupperwaren hatten wir doch auch schon, Alter. Es kommt mir so viele Sachen kommen mir hier bekannt vor. Tupperwaren, das ist auch von. Vom Gefühl her von Kolle irgendwie wieder. Ich habe keine Ahnung, Mann, aber das mit dem Tupperware kommt mir sehr bekannt vor. Ja, ich hoffe, es kommen noch ein paar Punchlines, die man sich rauspicken kann, die man essen kann. Ich bin ein Wichser, der längst ein Lappen war, bevor ich mit ihm den Boden gewischt hab. Doch er braucht Reichweite und Scheißhalber, denkt sich der Greifswalder. JBB könnte gehen in diesem digitalen Zeitalter. Nein, Mann, es ist nicht cool, wenn du das für Klicks tust. Allein wenn du dich bewegen musst, ist das schon ein Bitch-Move. Pussy, du kannst Cash oder mach mal besser. Du Plastik-Rapper bist nicht broke, sondern Broker wie Aktienhändler. Unglaublich, dass sich das jedes Jahr wiederholt. Scheinbar darf jede Fotze. Nee, eigentlich auch nicht. Es sind keine krassen Punchlines. Es fühlt sich geil an, weil die Atmosphäre stimmt, der Beat geil ist, er gut float, er eine geile Stimme hat, ist gut abgemischt, ist sehr qualitativ hochwertig, ist auch das Video von Jana Khan knallt gut rein hier. Aber es ist textlich nicht so stark, wie man denkt. Beziehungsweise, es ist textlich gar nicht so schlecht, aber die Punchlines fehlen. Der Text an sich macht Sinn, ist gut gereimt, ja, ist technisch sauber, würde ich sagen, es passt alles, aber es fehlen die Punchlines. Wir haben hier welche drin. Das ist gar nicht die Frage. Aber auf 5 Minuten haben wir viel zu wenige getaktet. Also wirklich. Es ist Punchline, Text, 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 Punchline, Punchline, Text, 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 Punchline. Das darf so nicht sein. Seit dieser Emanzipation, Nominativ bis Genitiv. Ich fick dich in jedem Fall, doch warum wirkst du gottverdammte Schwuchtel nur so feminin? HIV-positiv durch Homo-Sessions zum Polo-Action. Ich glaube, das liegt an seinem homogenen Lebensstil. Ringelpiez mit Anfassen. Auch hier gerade, er sagt erst sehr feminin, aber dann hat er Homo-Gay-Sessions. Ich möchte Weimar jetzt auch nicht haten, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil die Quali so stark war. Aber scheinbar hat dir keiner gesagt, dass andere Schwänze dich auch nicht zum Mann machen. Irgendwann war klar, dass Julia sowieso will, dass nicht du Homo, sondern ich hier Romeo bin. Und als sie damals ging, hatte dich das tierisch verletzt. Erzähl mir nix, man droppt nicht 3 Parts für irgendeine Ex. Wie dem auch sei, meine Jungs und ich ficken sie im Schichtwechsel, bis ich hier mit nem Schwanznackenklatscher das Genick breche. Denn ich konnte die Schlampe nicht mehr länger ertragen, also hab ich sie dann an verschiedenen Stellen vergraben. Und dass du für Kohle jeden fickst, man, das ändert sich gerade. Obwohl jeder weiß, du Schwanzlutscher hast den längeren Atem. Und was Julia angeht, habe ich vielleicht bisschen hart reagiert. Doch wenn du sie zurück willst, kann ich ne Schnitzeljagd arrangieren. Sie ist genau wie deine Träume, die begraben auf dem Sportplatz liegen. Loser wie du sollten lieber weiter World of Warcraft spielen. Ich überroll dich mit Wortlawinen. Du stehst auf Fußball, auf die Nasenlöcher kann man hervorragend Torwand schießen. Hoffentlich bist du als Kind richtig gut und. Auch hier wieder die Themenwechsel sind viel zu schnell. Er erzählt erst was von der Schnitzeljagd von der Freundin, die vergraben wurde, was ich eine gute Übertreibung fand.
dann auf einmal irgendwas von Fußball, im Vergleich die Nasenlöcher von Rolex, die so fett sind, dass man Torwand schießen kann, und dann jumpt er direkt weiter. Es ist ein bisschen zu viel, zu schnell getaktet fürs Gehirn zum Verarbeiten. Nee, aber Real Talk ist ein bisschen zu viel Gelaber. Ich hoffe, Julian wird dazu auch was sagen. Trotzdem für mich war immer der Gewinner dieses Battles, allein wegen User Voting und Videopunkt. Das sind zwei Punkte, die er sich verdient hat, die er bekommen wird, denke ich. Und dann wird er Punchline-technisch auch mehr gesagt haben als Rolex im Endeffekt. Durch die Punchline-Dichte leidet es ein bisschen runter. Ordentlich misshandelt und vergewaltigt worden, denn sonst sehe ich keine Entschuldigung, was für eine Missgeburt aus dir geworden ist. Ich hab echt kein Problem mit dir, außer dass du geboren bist. Das macht mich aggressiv, Mann, ich meine nicht. Okay, die war nicht schlecht, die Line. Kluge Franzosen, wenn ich sag, deine Eltern kennen gerissene Pariser, Digga. Jetzt werden hier erst einmal die Fronten geklärt. Dass du heute hier bist, heißt nur, du warst die Entsorgung nicht wert. Dieser Track ist ein Spaß und verläuft parallel zu deiner Wirbelsäule und seine Eichel streichelt zärtlich an deinem Hirn heute. Nennst dich Rolex, willst die Krone, warte mal lieber, das bleibt nur Theorie. Wie der frühere Arsenal-Spieler, einen herzlichen Fickfinger, diese Kugeln streichen. Die Theorie-Line fand ich auch gut, Alter. Wo hat er noch gespielt? Bei Chelsea, glaube ich, oder? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Aber die Fußball-Line, auch in Kombination davor mit den Fußballanspielungen, war in Ordnung. Aber es ist eine zu sehr Geschichte. Es wirkt zu sehr nach einem aufgeschriebenen Text irgendwie und nicht nach einem Track. Nur Theorie wie der frühere Arsenal-Spieler, einen herzlichen Fickfinger. Diese Kugeln streifen nicht, peinlich, dass du dir fast die Beine brichst, wenn du zur Seite kippst. Lass mich machen, ich bring die Scheiße wieder ins Gleichgewicht. Spitterficken ist wie Fahrradfahren, doch du kannst beides nicht. Das Video war vom Gefühl her übrigens deutlich besser als das von Jonathan Kahn. Von ihm, für seine Runde selbst, ja. Okay, kurzes Fazit der Runde von Weimar. War in Ordnung, ne? War in Ordnung. Also viel zu lang, würde ich sagen. 3 Minuten, 2,5 Minuten cutten, das Geschichten erzählen, runternehmen und die guten Punchlines raussuchen, zusammen cutten. Er wollte zu viel vielleicht, ich weiß es nicht. Er wollte zu viel pushen mit seinem Flow, der am Ende auch ein bisschen zu eintönig war, muss ich sagen. Aber ansonsten, er hatte ein paar gute Lines, er hatte seine Momente, geiles Video, geile Soundquali, geile Stimme, gut abgemischt. Der Typ hat es auf jeden Fall drauf, er kann aber mehr aus sich machen. Er ist ein dicker Klumpen-Diamant, ja, der aber noch geschliffen werden muss. Ja. Er muss einfach ein bisschen was rauscutten und dann wird es, glaube ich, echt fresh. Ich denke, Weimar wird das Battle machen. Trotzdem war das nicht ansatzweise eine perfekte Runde von Weimar. Viel mehr rausstreichen aus dem Text und noch ein bisschen präzisere Punchlines und dann läuft das aber, würde ich sagen. Mal sehen, was Julian sagt, Freunde. Ich hoffe, Julian sieht es ähnlich und sagt jetzt nicht Weimar Überrunde des Lebens. Mal sehen. Wir sind beim Achtelfinale Nummer 5 und ich finde diese Runde wieder ziemlich gut, und zwar von beiden Seiten. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Wir können ja heute mal mit dem User-Voting anfangen und das ist... Er findet wieder beide ziemlich gut, okay. Julian und ich, Digga, das sind echt merkwürdige Analysen. Also, was heißt ziemlich gut? Ziemlich gut für die beiden? Vielleicht. Ziemlich gut im Vergleich zu den anderen Battles? Würde ich nicht sagen. Das ist eine Katastrophe für Rolex. Er hat sogar extrem viele Dislikes, obwohl die dieses Jahr gar keine Rolle spielen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, woran das liegt. Ey, so viele hat Rolex aber auch nicht verdient. Wie gesagt, er hat sich gesteigert. Es war jetzt nicht keine perfekte Runde, von beiden nicht, aber disliken finde ich sowieso immer ein bisschen. Wenn es eh wenig Sinn macht zu disliken in einem Battle dann richtig. Bei den Qualis kann ich es noch verstehen, wenn man irgendwie sagt, die möchte ich drin haben, die nicht. Aber in einem Battle soll man einfach den Leuten ein Like geben, die man weiterhaben möchte, den anderen eben nicht. Spielen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, woran das liegt. Wir haben hier zwei komplett unterschiedliche Stilistiken. Weimar macht den Urteilstyle, also eine Runde, die als Ganzes zu sehen ist, mit einem Beat, der nur in eine Richtung geht, und zwar nach vorne. Ein reiner Bass-Track ohne viel drumherum, er macht viel Atmosphäre, hat fast durchgehend krasse Reime, float sehr gut, aber es wird zwischenzeitlich etwas eintönig. Auf der anderen Seite haben wir Rolex, der kompletten Entertainment-Rap macht. Line für Line abgegrenzt mit vielen Pointen, extrem guten gegnerbezogenen Lines und sehr viel mehr Abwechslung. Der Humor von Rolex ist außerdem Weltklasse. Beide sind in ihrem unterschiedlichen Stil sehr gut. Wir haben die epische Zerfickung und den lustigen Punchliner. Da treffen natürlich zwei Welten aufeinander. Weimars Video geht gut ab und ist visuell sehr ansprechend. Ich find's auch gar nicht nervig, wie manche sagen. Ich find's sogar wichtig, dass so viel Action gemacht wird, weil die Runde sonst etwas zu langweilig wäre. Ich find's richtig gut, wie Weimar hier in Szene gesetzt wird. So als schwarzen Schatten vor dem Gebäude oder die Location mit Lichtern im Rücken. Die Scheiße kommt richtig gut rüber, man ist voll in Weimars Film drin. Auch das Video von Rolex sieht gut aus, aber ich finde nicht, dass er ganz so gut in Szene gesetzt wurde. Es sieht hochwertig aus, aber ist relativ langweilig gedreht und das vor der Leinwand sieht nicht so geil aus. Das war bei 80 damals besser. Außerdem ist Rolex da am Ende echt nah dran an einer Urheberrechtsverletzung, was absolut verboten ist. Punkt.
Ach so, weil er so viel hier mit App Gino zeigt. Und für Weimar. Punchlines, ja. Wie im Jetzt schon 2 Punkte für Weimar. Das Battle wird, glaube ich, gar nicht so eindeutig oder eher knapp, aber diese 2 Punkte sind halt der Unterschied am Ende, die den Sieg für Weimar ausmachen, denke ich. Julian hat noch den Humor gelobt von Rolex. Fand ich in dieser Runde gar nicht so gut wie in der Quali, muss ich sagen. Hat mir in der Quali ein bisschen besser gefallen. Wort schon angesprochen, 2 unterschiedliche Stile. Einer fließt mehr in ein Ganzes zusammen und der andere hat viele Highlights, die extrem hängen bleiben. Es ist wirklich schwierig, das zu bewerten. Ihr habt ja eure Entscheidung schon getroffen. Ich glaube, in einer anderen Paarung wäre Rolex sehr viel besser bei euch weggekommen. Der kann nämlich richtig was und hat das hier auch gezeigt. Ich weiß zwar nicht, warum das an euch so vorbeigegangen ist, aber so ist es. Den ersten Vierer, also den Einstieg, finde ich bei Rolex relativ schwach. Also die ersten 4 Lines können weg und er hätte direkt mit der Moritz-Line anfangen sollen. Denn die ist direkt richtig lustig. Danach kommt eine Line, die ein bisschen Substanz hat und auch in Ordnung ist und danach kommt noch ein guter Vergleich mit Gegnerbezug, weil Weimar ja in seiner Qualifikation jeden disst. Süßer Kleine, denkt bestimmt, er sieht bedrohlich aus. Macht hier einen Max, doch sieht sicher wie ein Moritz aus. Packt sich das Mic, fängt an Worte rein zu quatschen, undercover, um sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Aber alle dissen, für die Likes ist nicht geil und wie ein Realschulabschluss, Mittelreife, Leistung. Die fand ich aber auch nicht so gut. Mittelreife, Leistung, Realschulabschluss. Aber das sind halt immer verschiedene Ansichten. Dafür habe ich sicher eine andere Line von Rolex übel gefeiert, wo Julian meint, wack ist der Line, EU-West, Alter. Danach kommen 2 wacke Lines und dann gibt es wieder 6 gute Lines hintereinander. Weimar erinnert tatsächlich etwas an Savage mit ein bisschen Casey Rebel mit drin. Echt? Die Line über Weimars Kappe ist auch geil und die letzte Line ist richtig killer. Die Lines darüber, dass Weimar immer auf den Boden guckt, sind generell richtig genial in dieser Runde. Bevor du Witze über Gary und die anderen bringst, sorg bitte dafür, dass dein Rap nie mehr nach Savage klingt. Komm sacken und dann stirb an meiner Latte, das hier geht in die Fresse, wieder schön von deiner Kappe. Jetzt schiebst du große Krisen, als ich deine Quali sah, hab ich mich gefragt, was mag da auf dem Boden liegen? Danach kommen wieder 4 Schwächen. Die letzte Line fand ich davon echt stark, die anderen fand ich nicht so heftig. Die noch gut, aber das mit Savage habe ich halt gar nicht so empfunden. Als ich deine Quali sah, habe ich mich gefragt, was mag da auf dem Boden liegen? Danach kommen wieder 4 schwächere Lines, die ich mal überspringe. Die Hurensohn-Line fand ich dann wieder witzig. Die Uhren-Line ist ein legitimer kleiner Vorauskonter, auch wenn der nichts daran ändert, dass die Uhren-Lines von Weimar gut bleiben, aber dazu komme ich gleich erst. Und er spielt etwas damit, dass Weimar ein Hersteller für Zerkleinerungsmaschinen ist. Ah, okay, das muss man natürlich wissen. Das muss man wissen. Leider peilt man die Line nur, wenn man Weimar mal gegoogelt hat und es deswegen weiß oder man kennt die Dinge halt. Das personifizierte Bitch-Move in Form eines D versus glaub mir das Wort Hurensohn meinte ich sonst noch nie wörtlich. Herzlich willkommen. Aufgrund deiner Mama hast du das Wort Hurensohn noch nie wörtlich genommen. Ich fick jeden, tu's nur aus Instinkt. Hoffe nebenbei, dass du so einen Uhrenspruch nicht bringst, denn die Scheiße interessiert sie nicht. Oder willst du uns mit deinem Namen verklickern, dass du Pfeife ne Maschine bist? Zum Schluss dreht er noch witzig eine Line um, die Weimar in seiner Qualifikation gebracht hat. Ach ja. Julian, du Glubschauge, was denkst du passiert, wenn ich mal richtig auf den Putz hau? Was passiert denn, wenn du ordentlich auf den Putz haust? Allerhöchstens kommt dann morgen mal die Okay, gut. Wusste nicht, dass die gekontert ist, hatte ich die Zeit leider gar nicht mehr im Kopf aus der Quali. Dann ist die Endline noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Putzfrau! So, das war der erste Teil vor dem Beatwechsel und ich muss sagen, dass bei mir ziemlich viel davon hängen geblieben ist und da richtig gute Dinger bei sind. Die Punchline-Dichte ist auch ziemlich hoch, aber wird leider im zweiten Teil etwas schwächer. Gleich die Anfangsline. Da bin ich aber gespannt, wie er die Punchline-Dichte bei Weimar wertet, weil der erste Part war echt richtig kompakt bei Rolex. Bei Weimar, hat er selbst gesagt, muss man die Runde im Gesamten sehen eigentlich. Mit dem Katalog fand ich extrem schwach, aber dann kommt eine gute Line darüber, dass Weimar in der Quali alle gedisst hat. Mann, du bist fassungslos, abgehoben, hängen geblieben, alle dissen für die Klicks, Dicker. Dann kommen wieder schwächere Lines, auch das mit dem Zähneziehen, wo er Weimars Line aus der Quali aufgreift, ist nicht so stark und diese komische Flow-Passage, wo er immer die letzte Silbe so komisch betont, fand ich sehr scheiße. Aber dann kommen wieder einige gute Dinger hintereinander. Es fängt an mit einem soliden Spit als Punchline und dann gibt es wieder eine geile Line darüber, dass Weimar nach unten guckt und eine richtig geile ET-Line, weil Weimar in seiner Quali ja immer so rumgefingert hat. Die Line fand ich auch geil. Leben nehmen. Ich werde dir dein Leben nehmen. Echt, die fand ich echt übertrieben wack. Real Talk. Und Pistorius auf den Boden guckst, fand ich auch nicht so gut, Digga. Behindert wie Pistorius und dazu kommt, dass du bei Beef anscheinend nur auf den Boden guckst. Der zieht mir in die Augen, denn der bauscht hier vor dir. Und was soll das mit dem Finger? Willst du nach Haus telefonieren? Danach kommen 8 relativ mittelmäßige Lines und die Scheiden-Line fand ich dann wieder gut. Und das mit dem Autotune fand ich auch richtig lustig. Ich bin nicht wie du, mein Freund, und das muss auch so bleiben. Meine Mucke ist ein Pimmel, deine Mucke ist eine Scheide. Und du Schwuchel gehst zur Seite, mach mal. Aber gefühlt hat Julian jetzt schon fast zu viel gesagt, was negativ ist, um zu sagen, dass es von beiden eine sehr gute Runde war. Also klar, die Runden waren nicht schlecht, aber er hat gefühlt dieselben Lines mit gelobt, plus minus ein paar jetzt, also eher plus ein paar, bei Rolex, die ich auch gelobt habe.
Aber da war ja auch viel Crap irgendwie dabei gefühlt. Also in einer sehr guten Runde sagt Julian doch nicht, die Parts fand ich ultra scheiße. Hat er aber eben gesagt. Also, ach, mal sehen, Freunde. Ich hoffe, die Analysen werden, na, was heißt, Julian und ich müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Aber manche Sachen kann ich halt gar nicht nachvollziehen, so manchmal. Lieber nen Schuh, selbst meine Autotune-Hooks sind maskuliner als du. Die restlichen 12 Lines sind leider wieder etwas mittelmäßig, also das waren so die Highlights aus der Runde von Rolex. Zweiter Teil ist leider schwächer als der erste, aber dafür sind die guten Lines auch extrem gut. Kommen wir zu Weimar. Bei Weimar ist mir was Interessantes passiert. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich viele Lines nur wegen den Reimen gefeiert habe. Die Reime an sich und die Reimsetzung hat mich durchgehend sehr unterhalten, wenn gerade keine krassen Punchlines am Start waren. Technisch ist Weimar einer der am weitesten fortgeschrittenen dieses Jahr, aber hier geht es natürlich nur um die Punchlines. Mit den ersten 8 Lines baut er seine Runde erstmal auf und da puncht nicht wirklich irgendwas, sondern er erzeugt nur Atmosphäre. Generell ist bei ihm alles anders als bei Rolex nicht Schlag auf Schlag, sondern eher langgezogen. Ich werde längere Textpassagen von Weimar zeigen, aber wenn ich euch zum Beispiel 6 Lines von Weimar zeige, weil alles aufeinander aufbaut, dann sind diese 6 Zeilen nicht besser als 6 Zeilen von Rolex, wo dann in der Regel auch 3 krasse Einzelpunchlines drin sind. Nur damit ihr Bescheid wisst, die erste Punchline ist eine ziemlich witzige Übertreibung von Weimar. Ist das dein Ernst, Julian? Ich muss battlen und mein Gegner ist eins der wackesten Opfer auf dieser Erdkugel. Danach wirft der Rolex in 8 Zeilen vor, dass er nicht selber schreiben würde und extrem viel bitet. Ist ziemlich gut umgesetzt, das Ganze, besonders reimtechnisch finde ich das sehr gut, beispielsweise Textpassagen auf Chefansagen. Durch die Reime entertainen die Punchlines noch ein Stück mehr, als sie es ausschließlich von der Aussage her tun würden, aber das nur nebenbei. Denn mit dem Zweck gereimt erscheint Substanz und gebitet allein steht ein charakterloser, untalentierter und uncharismatischer Bastardsohn, der anscheinend nicht weiß, wie man schreibt, denn keiner seiner Tricks entsteht wirklich in Eigenarbeit. Fuck, du bitest halbe hoch zum ganzen Text, Passagen übernimmt Punches. Okay, so ein bisschen hat man Savas schon raus jetzt bei Textpassagen, wie das Atmen zwischendurch drin hat. Steht wirklich in Eigenarbeit. Fuck, du beitest halbe hoch zum ganzen Textpassagen übernimmt Punches 1:1 und machst dir Chefansagen. Mann, ich leiste nicht mal Widerstand, egal was er zu bieten hat. Du triffst mich nicht mit Lines, die du noch nicht mal selbst geschrieben hast. Und dann gibt es eine witzige und technisch wieder sehr gute Line, mit der er passenderweise die Technik von Rolex kritisiert. So technisch ist das weit schlechter als Zweitklässlerniveau. Scheint so, als leidet der wohl an einem Scheiß-Rapper-Syndrom. Nach diesem ziemlich starken Anfang kommen erstmal 10 relativ schwache Lines hintereinander. Auch die Line, in der er sagt, dass er nur die Cap abnehmen müsste, um das Konzept von Rolex komplett zu zerstören, wäre nur stark gewesen, wenn er genau in dem Moment die Cap abnimmt und damit das Konzept von... Ich war auch so ein bisschen verwirrt so. Ich wollte eigentlich was zu sagen, aber dann hat er direkt weitergemacht und ist es mir entfallen. Aber eigentlich hätte Weimar da ja auch die Cap abnehmen müssen und sagen müssen, hallo, hier bin ich, Bruder. So wie Timetix eben gemacht hat, aber... So war es halt eine Aussage, aber ich glaube, er hat danach noch irgendwas gesagt, worum ich dann direkt weitergedacht habe. Rolex zu zerstören. So ist die Line eher wirkungslos. Danach kommen 2 ziemlich gute Uhrenlines hintereinander. Ist zwar nur ein Instinkt, doch du wirst maximal erreichen, dass wegen dir für Luxusuhren der Kurs weiter sinkt. Nur leider bin ich dazu gezwungen zu fragen, wenn du durchdrehst, ist das dann im Uhrzeigersinn? Die mit der geklemmten Rolex danach fand ich dagegen eher schwach und unnötig. Die stärkere Line ist die mit dem Uhrzeigersinn. Vielleicht wäre es besser aufgegangen, wenn er beide Lines einfach umgedreht hätte. So kommt die schwache Line danach. Und kommt dementsprechend auch schwach. Danach gibt es noch eine Line bezogen auf Facebook-Posts von Rolex. Grundsätzlich finde ich es nicht gut, wenn man gleichzeitig lesen und zuhören soll, weil das halt ablenkt. Oder man muss auf Pause drücken. Außerdem zeugt es auch eher dafür, dass die Lines zu weit hergeholt sind und deswegen Facebook-Verläufe gebraucht werden, um das Ganze zu belegen. Fotos und Videos gehen immer, irgendwelche Texte, die länger sind als 3 bis 4 Wörter, sind suboptimal, aber die Line ist trotzdem relativ witzig. Bitte verreck einfach an Lungentumoren, dein Knochenriss findet mehr Gefallen, als dass du deine Runde recordest. Ach ja, Lungentumoren auf Runde Recorders empfand ich zuerst als Zweckreim des Todes, aber da Rolex in seiner Runde am Rauchen ist, passt. Ah, okay, danke. Ey, okay, Julian und ich sind wieder ein bisschen Freunde geworden gerade. Zack, zack, muss man sagen. Fand ich halt auch echt Zweckreim des Todes, aber gut. Wenn man bedenkt, dass er in der Runde am Rauchen ist, dann ist das ein Lucky Punch gewesen. Das ist durch Zufall ziemlich gut. Danach kommt noch eine richtig stumpfe Uhrenline, die ich extrem hart gefeiert habe. Ich lasse sogar außen vor, was du für ein Hurensohn bist. Du bist zwar kein Rapper, aber dafür bist du urkomisch. Dann kommen 8 Lines, die mich als Ganzes entertained haben. Aber wie anfangs schon gesagt, sind diese 8 Lines natürlich nicht Punchline-mäßig mit 8 Lines von Rolex vergleichbar, die ich auf die gleiche Art und Weise hervorgehoben habe. Leider gibt es auch einige Zweckreime wie Delfinjäger zum Beispiel, aber insgesamt geht die Textpassage ziemlich gut ab. Ich bin Rap-Misanthrop, Heckenschütze und Delfinjäger. Du bist ein Scherzkeks, ich bin Battle-Intensiv.
Täter. Doch ich will mich gar nicht mit dem Bastard vergleichen, denn Digga, nicht mal deine eigene Stadt kann dich leiden. Ich komm nach Greifswald, Makarenko-Straße, wo du in deinem Block lebst. Schleif dich durch die Stadt und ersäufe dich in der Ostsee. Das Letzte, was man von dir sieht, sind Blubberblasen. Also ich finde halt die Delivery bei Weimar echt stark, deswegen hoffe ich, dass er, also für mich persönlich, ich mag solche langen Runden nicht so gerne, wo so viel drumherum geredet wird. Ich mag diese kompakten, einzelnen, krassen Punchlines, zack, 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 viel lieber. Deswegen hoffe ich, dass Weimar das in der nächsten Runde, wenn er weiterkommen sollte, oder vielleicht landet er im Mini-OPP. Können Leute im Mini-OPP landen noch? Eher nicht. Bonus-Battles, genau, Bonus-Battles wäre noch eine Option. Ich hoffe, dass er in irgendeinem Battle dann vielleicht ein bisschen das komprimierter macht und nicht diese langen Geschichten erzählt. Ich bin fresher als gottverdammter Tupperwareninhalt. Dann wird's ein bisschen verwirrend. Er rappt darüber, dass Rolex eine schwänzeblasene Schwuchtel ist und direkt danach geht es um eine Julia, die ihn wohl total verletzt haben soll und von Weimar samt Team gegangraped wird. Das ist so rein von der Logik her nicht gerade ein Geniestreich. Ich finde auch, dass Schwulengelaber nicht so richtig passt bei Rolex. Eine Line fand ich aber dennoch ziemlich gut. Ringelpiez mit anfassen, aber scheinbar hat dir keiner gesagt, dass andere Schwänze dich auch nicht zum Mann machen. Das, was er mit Julia macht, fand ich dann insgesamt wieder etwas besser. Das mit dem Genickbrechen fand ich witzig und das mit dem Vergraben habe ich auch gefeiert. Wie dem auch sei, meine Jungs Same. Und ich ficken sie im Schichtwechsel, bis ich hier mit einem Schwanznackenklatscher das Genick breche. Denn ich konnte die Schlampe nicht mehr länger ertragen, also habe ich sie dann an verschiedenen Stellen vergraben. Danach greift er das Thema direkt wieder auf und verbindet es schön mit schwarzem Humor und einer Schnitzeljagd. Und was Julia angeht, habe ich... Schnitzeljagd fand ich auch gut. Ich weiß gar nicht, wo der Begriff kommt, aber Schnitzeljagd macht ja jetzt, wo man Körperteile versteckt hat, nochmal doppelten Sinn irgendwie. Vielleicht bisschen hart reagiert, doch wenn du sie zurück willst, kann ich eine Schnitzeljagd arrangieren. Danach gibt es noch ein paar Beleidigungen ohne Gegnerbezug mit dem typischen Weimar-Misanthropen-Humor. Hier kommt eine meiner Lieblingslines. Hoffentlich bist du als Kind richtig gut und ordentlich misshandelt und vergewaltigt worden, denn sonst sehe ich keine Entschuldigung, was für eine Missgeburt aus dir geworden ist. Ich hab echt kein Problem mit dir, außer dass du geboren bist. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Vierer, der mich sehr entertained hat, besonders die Schwanz. Mittag am Ende ist richtig schön übertrieben. Digga, jetzt werden hier erst einmal die Fronten geklärt. Dass du heute hier bist, heißt nur, du warst die Entsorgung so, nicht wert. Dieser Track ist ein Schwanz und verläuft parallel zu deiner Wirbelsäule und seine Eichel streichen zärtlich an deinem Hirn heute. Das war's mit Weimars Runde. Weil das diesmal so schwierig ist, habe ich die Trefferquote ausgerechnet, um zu gucken, wie hoch die Punchline-Dichte ist. Weil das ja bei einer sehr langen Runde wie der von Weimar sonst vorkommt, dass man einfach durch die Länge schon mehr geflasht ist, aber sie trotzdem einer kompakteren Runde wie der von Rolex unterlegen sein kann. Rolex hat 72 Lines und davon gesessen haben 38 Stück, das sind 53%. Weimar hat 100 Bars gekickt und davon gesessen haben 46 Stück, das sind 46%. Und zusätzlich sind die Treffer von Rolex noch etwas genauer und haben mehr Gegnerbezug. Bei Weimar waren es teilweise eher Textpassagen als einzelne gute Lines. So Leute, das war ja mal wieder eine richtig schöne Doktorarbeit. Ich weiß, ihr findet Weimar anscheinend viel, viel, viel besser als Rolex, aber ich denke, ihr könnt auch, wenn ihr anderer Meinung seid, zumindest nachvollziehen, warum ich das aus Punchline etwas anders sehe. Beide Runden haben mich unterhalten und beide Runden haben... Ich meine, er hat es ja mehr oder weniger belegt. Er hat die Lines und die Treffer prozentual dargestellt. Es ist natürlich klar irgendwie, dass die Runde, die ernst ist, auch Atmosphäre abspielt, 2 Minuten länger ist, von Weimar ein bisschen krasser wirkt irgendwie. Haben gepuncht, aber was Rolex aus der nicht vorhandenen Identität von Weimar gemacht hat, hat mich an manchen Stellen richtig beeindruckt. Er ist nicht so aggressiv auf Zerstörung aus, sondern macht die Runde eher mit trockenem Humor. Es bleibt aber echt viel Gutes hängen. Weimars Runde feiere ich, während sie läuft. Aber hinterher weiß ich nur noch extrem wenig von dem, was passiert ist. Man muss bei Weimars Runde in Weimars Runde sein, finde ich. Man muss richtig im Film drinnen sein. Außerdem haben die Lines von Weimar oft nicht so doll reingehauen wie die von Rolex. Was ist die Highlight-Punchline von Weimar, die mit dem Uhrzeigersinn ist am prägnantesten gerappt, aber kommt die auch nur im Ansatz an eine von Rolex Highlights ran? Die Runde von Weimar wirkt im ersten Moment stark und vielleicht auch beim zweiten und dritten Mal, aber dann wird sie immer schwächer und sie ist viel zu lang. Ich habe die Runde von Weimar jetzt ziemlich oft gehört, aber wenn mich einer fragen würde, was die besten Lines waren, fällt mir nicht wirklich was ein, außer vielleicht die, wo er sagt, dass er kein Problem mit Rolex hat, außer dass er geboren ist. Wenn mich einer bei Rolex fragen würde, würde ich sagen, die nach Hause telefonieren Lines, die Bodengucker Lines, sogar die Line mit der mittelreifen Leistung hat sich bei mir ins Gehirn reingebrannt. Das werde ich noch nach Jahren wissen, dass diese Line in dieser Runde drin ist. Bei Weimar weiß ich in erster Linie nur, die Runde war gut und hatte Atmo. Ich sage 2:1 bei Punchlines für Rolex. Ja, doch. 2:1, ja.
Extra Punkt. Jetzt wird's richtig schwierig. Wer hatte das bessere Gesamtpaket? Weimar hat das bessere Video, Rolex die bessere Punchline-Dichte und mehr Punchline-Highlights. Weimar hat die Atmosphäre und Rolex den Humor. Weimar hat viele gute Reime, die mich noch zusätzlich von ihm überzeugt haben. Den Technikpunkt hätte er auf jeden Fall in der Tasche gehabt. Rolex hat dafür eine krassere Punchline-Delivery und Weimar hat einen musikalischeren Flow. Ich tue mich hier extrem schwer bei der Bewertung. Ich habe keine Ahnung, warum euch das so dermaßen leicht gefallen ist und das so ein Riesenunterschied ist beim User-Voting. Ich glaube, trotz der besseren Battle-Leistung von Rolex finde ich beide Runden insgesamt ziemlich genau gleich gut. Das liegt wohl an der besseren Präsentation und der Atmo von Weimar, was seine Runde noch zusätzlich aufwertet, obwohl sie etwas weniger puncht. Ich gebe beiden einen Extrapunkt. Oh, okay. User-Voting hatten wir ja diesmal schon am Anfang. Damit ist die Sache entschieden. Weimar okay, steht mit 250 Euro in der Tasche im Viertelfinale. Im Gegensatz zu euch finde ich, dass beide es verdient hätten. Wenn man ja gut, trotzdem hoffe ich einfach, dass Weimar sich die Kritik zu Herzen nimmt, die Runde um 1,5 bis 2 Minuten nächstes Mal cuttet und auf das Wesentliche konzentriert. Und dann mal sehen. Mal sehen. Vielleicht auch wirklich eine Demaskierung noch. Keine Ahnung. Wenn meine Punkte zusammenrechnet, ist es ein Unentschieden. Das User-Voting ist der entscheidende Punkt. Ich habe vielleicht minimal zu Rolex tendiert, aber nicht genug, um Weimar keinen Extrapunkt zu geben. Ich fand beide Runden auf ihre eigene Art ziemlich gut. Beide haben natürlich auch Schwächen und die von Weimar ist einfach zu lang geworden. Aber insgesamt finde ich das Battle ziemlich gelungen. Es gehört zu den Besten bis jetzt. Morgen kommt Kasa gegen Sensor. Und wer nicht bis 18 Uhr warten will, kann sich... Kasa gegen Sensor, Alter. Oh nein, einer wird ausscheiden. Einer wird ausscheiden, Freunde. Einer wird ausscheiden. Aber trotzdem, Kasa gegen Sensor ist ein verdammt geiles Battle, Mann. Verdammt geiles Battle. Sich die Runden schon um 14 Uhr bei Daily Motion geben. Link in der Beschreibung. Drei Battles werden Reibung. Ich mache die Previews diesmal auch wieder einen Tick länger. Das war wohl letztes Mal ein bisschen zu gemein. Wer nächste Woche battlen wird, und weil es sowieso klar ist, auch übernächste Woche, das seht ihr auf Julians Blog TV. Die nächsten drei Battles werden ziemlich heftig. Das zählt ihr auf Julians Blog TV. Wer Promo dafür macht, aber gönne ich dem Boy ein bisschen. Ja, würde ich sagen, Freunde. So, Endfazit nochmal kurz zum Battle und der Analyse von Julian. Battle habe ich gar nicht so stark eingeschätzt wie Julian. Ich fand Weimar ein bisschen stärker, weil ich ihn halt lieber mag, auch, werde ich ganz ehrlich. Er polarisiert ein bisschen mehr, beziehungsweise hat er einen prägnanteren Style irgendwie. Trotzdem war die Runde Texte gesehen von Rolex prägnanter. Ich hoffe auch noch, dass wir irgendwas von Rolex in Zukunft sehen können. Und bin jetzt schon mal gespannt auf Kasa gegen Sensor morgen, Freunde. Das wird auf jeden Fall episch mal wieder, denke ich. Ich bin hyped, weil Kasa ist richtig gehypt, Digga. Kasa ist richtig gehypt. Der ist richtig on fire, Alter. Und ja, Weimar trotzdem schwächer abgeliefert, als ich dachte. Rolex aber irgendwie auch. Also ich dachte irgendwie, dass beide noch ein bisschen krasser delivern werden. War vielleicht nicht das Battle für mich. Freunde. Schreibt mal eure Meinung rein. Wie fandet ihr besser? Habt ihr Rolex damals auch ein bisschen gehatet? Und habt ihr Weimar damals einfach ohne Grund gefeiert? Schreibt uns gerne mal rein, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen bei Sensor gegen Kasa. Ich freue mich sehr drauf. Am Ende grüße ich wie immer einmal die Ehrenleute, ja? Adidas 020, Edoras, Philipp, Easy und den netten Letten, Freunde. Bis dann, wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Ihr könnt ihr Video gerne einen Daumen nach oben geben, ja? Bleibt fresh und ciao.